Es ist, als habe sich die Erde aufgetan. In Erftstadt reißt das Wasser alles mit. Nichts kann sich diesen Kräften in den Weg stellen. Erst unterspülen die Fluten die Fundamente, dann zieht es die Häuser einfach weg. Und mit ihnen zahlreiche Anwohner. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es kein Verschnaufen. Die schlechten Nachrichten hören nicht auf. In einer Behinderteneinrichtung ertrinken 12 Bewohner. Insgesamt schraubt sich die Zahl der Opfer auf weit über 100. Das gab es in Deutschland noch nie. Und damit willkommen auch heute zu einem ZDF-Spezial, 45 Minuten, um zu zeigen, was sich in den letzten Stunden abgespielt hat.